Ich bin Nadine Bühlmann. Ich bin hier von Basel. Ich habe unterschiedliche Jobs im Moment. Ich bin als ursprünglicher Beruf Primarlehrerin und arbeite im Moment in einer zweiten Klasse im Inselschulhaus. Ich bin natürlich in unterschiedlichen Themen Expertin, aber unter anderem bin ich Expertin für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Und das ist mitunter das Ideenbüro, wo ich als Multiplikatorin für den Verein Ideenbüro unterwegs bin. Also Kinder, die Kinderrecht kennen und wissen, dass sie ein Recht haben, mitzureden in der Gesellschaft, die werden wahrscheinlich, das weiss man auch aus Schulen, wo das praktiziert wird, die nehmen den Raum mehr wahr, die dienen ihre Rechte mehr einfordern und durch das auch Erwachsene darauf aufmerksam machen, dass sie zwar Kinder sind, mit Recht. Eigene Lernen selber steuern und motiviert und voller Energie lernen. Für mich ist das Potenzial von Menschen im Ganzen, finde ich, enorm spannend und enorm bereichernd. Und das ist für mich so die Bestätigung, dass wenn Kinder eben können mitbestimmen und selber bestimmen, dass die Motivation viel höher ist, als wenn man ihnen immer sagt, was sie müssen. Und das wünschte ich mir, dass ganz viele Lehrpersonen die Erfahrung können machen, auch loszulassen und den Kindern das Vertrauen schenken, dass die Kinder wissen, was für sie gut ist. Und Angebote schaffen, also mehr Lernlandschaften designen für Kinder und Jugendliche, wo sie motiviert lernen können. Ich merke, dass gerade Partizipation zu formen im Unterricht einen immens wichtigen Standpunkt hat. Also, dass man das nicht nur auf der Schulkulturebene ansiedelt, sondern sich auch für seine eigene Klasse überlegt, was für Formen gibt es, was für Momente gibt es, wo Kinder können partizipieren können. Und mir ist es wichtig, dass das einerseits in der Schule einen Platz hat, in den Klassen einen Platz hat und aber auch in der Schulkultur ein Ort verankert ist, wo Kinder und Jugendliche können ihre Meinung äußern und auch ihre eigenen Projekte verfolgen. Als ich damals Schulleiterin war in einer Primarschule in Basel-Stadt, haben wir unterschiedliche Projekte gemacht. Eine Kindermitwirkung im Pausenhof, wo die Kinder unglaublich viele tolle Ideen hatten. Für mich war dort etwas ernüchternd, dass wenig von diesen sehr tollen Ideen noch umgesetzt worden sind, wie es halt allmend ist und wie es ganz bestimmte Sicherheitsaspekte gegeben hat. Das war eher eine Form, die für mich ein bisschen traurig war. Dann das Ideenbüro einzuführen in dieser Schule, das habe ich enorm bereichernd gefunden. Also von dem Moment an, wo das Ideenbüro in der Schule installiert war, zu sehen, wie die Kinder den Raum für sich nehmen, wie sie ihre Ideen fangen an zu entwickeln, wie sie fangen an riesige Projekte zu entwickeln. Ein drittes Beispiel war die Ganggestaltung. Wir haben einen grossen Umbau, eine Renovation im Schulhaus. Und die Gänge sind nicht mitgestaltet worden, sondern dann haben wir zuerst mit den Kindern ein Partizipationsprojekt gemacht. Und das ist jetzt im Januar umgesetzt worden. Und ich war letzte Woche im Schulhaus, nicht mehr in der Funktion als Schulleiterin, sondern einfach als Besucherin. Und hoch erfreut, wie die Ideen der Kinder umgesetzt worden sind, dass die jetzt ihre Höhlen haben, wo man Licht machen kann, wo sie lesen können. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass auf jedem Stock Altes anpasst die Umsetzung stattgefunden hat. Also zum Beispiel im oberen Stockwerk hat es Spind, wo die grösseren Schüler und Schülerinnen können ihre Sachen aufbewahren können. Das Problem ist, wenn es nicht wirklich ein Freiraum ist, sondern wenn Erwachsene schon sehr genau wissen, wie das Resultat aussehen sollte. Ein anderes Problem finde ich auch einen zeitlichen Aspekt. Kinder leben sehr fest im Moment. Wenn es mehrere Jahre dauert, bis so eine Umsetzung dann passiert, ist es für Kinder zum Teil frustrierend, weil sie wieder die Zeit, wo das umgesetzt wird, wie nicht sehen, dass etwas passiert.
Also ich finde es wichtig, dass man einen Rahmen vorgibt, wo eben wirklich echte Mitbestimmung auch gewünscht ist und nicht, dass Kinder so ein bisschen pro forma mässig befragt werden um ihre Meinung. Aber eigentlich weiss man es schon, wie man es macht. Also es ist eigentlich analog mit der Partizipation von Erwachsenen. Auch wir Erwachsenen wollen ernst genommen werden. Und da haben Kinder genauso das Recht drauf, egal wie alt sie sind.